Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 23. November bis zum 2. Dezember. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Schütze und jetzt beginnt die Feuerenergie vom Schützen. Man merkt aber noch so ein bisschen die Wasserenergie vom Skorpion. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Löwe. Zu der aktuellen Dekade. Am 23. November starten wir mit einem neuen Mond in die Dekade und danach bauen sich die Energien neu auf. Es ist eine gute Zeit, um etwas Neues anzufangen. Schauen wir mal, was sich so bei dir ergeben wird. Der Eremit. Du ziehst dich etwas zurück in dieser Dekade. Ja, du ziehst dich zurück, besinnst dich auf dich selber, bist hier auf Selbstfindungs. Suche und versuchst auch den tieferen Sinn hinter allem zu verstehen. Du bemühst dich um eine objektive Haltung zu den Dingen. Du möchtest irgendwie Klarheit gewinnen. Du möchtest Klarheit über eine gewisse Situation gewinnen. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, dann brauchst du auch ein bisschen Abstand in dieser Zeit von deinem Partner. Das dient aber halt auch dazu, eben einen objektiven Standpunkt einzunehmen und letztendlich kann es der Beziehung sehr, sehr gut tun, wenn du dir diesen Raum nimmst. Es ist auf jeden Fall hier sehr Ernsthaftigkeit bei dir zu sehen. Du möchtest auch diese klare Haltung erlangen, weil du mehr Verantwortung letztendlich übernehmen möchtest, ne? Du möchtest irgendwie die Verantwortung über dein eigenes Leben, dein eigenes Tun erlangen. Schau mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Da gibt es eine Kommunikation in dir selber, die du spürst. Du bist hier wirklich auf der Suche nach einem Teil von dir, den du schon lange nicht mehr gehört hast. Vielleicht sind das so Wünsche und Bedürfnisse, Begierde, die du als junger Mensch, als jüngerer Mensch hattest? Ein vergangenes Hobby vielleicht oder irgendwie eine Wahrheit, eine Perspektive, die du als Jugendlicher oder als junger Erwachsener hattest, die jetzt wiedergefunden werden soll von dir. Du strebst danach, du möchtest das, du bist hier auf einer Sinnsuche. Und es kommt dir in dieser Dekade sehr zugute, wenn du dich versöhnlich und harmonisch zeigst, wenn du nicht zu streng mit deinen Mitmenschen bist, wenn du hier auch nach der inneren Harmonie suchst, wenn du Ausgleich anstrebst, eine gute Work-Life-Balance schaffst. Oder eben auch genug Freiraum innerhalb einer Beziehung oder eines sozialen Bezuges, einer Familie, eines Freundeskreises, ne? Dass du hier zwar das Verbindende nicht außer Acht lässt, aber trotzdem versuchst, zwischen den ganzen verschiedenen Gegebenheiten in dein Leben zu balancieren. Es wird hier sehr, sehr zielführend sein. Es wird sich ein neuer Pfad für dich eröffnen, ein neuer Weg in dein Leben. Zum Ende der Dekade, so ab dem 28. November, werden sich neue Perspektiven auftun. Das sind vielleicht Wege, die du no selber noch nie gegangen bist, aber vielleicht auch vor dir noch gar kein anderer. Also hier gibt es vielleicht sogar ganz unkonventionelle Lösungen, die sich oder unkonventionelle Möglichkeiten, die du vorher noch gar nicht so dir überlegt hattest vorher, Wege, auf denen du keine Erfahrung hast. Aber ich merke jetzt schon von der Energie, dass es hier eine sehr ernste und geordnete, strukturierte Dekade für dich wird. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Das Ass der Stäbe. Du wirst für etwas neu Feuer fangen. Für jemanden oder für eine gewisse Absicht, ein gewisses Ziel. Es ist aber erst der Anfang, ne? Also dieses Feuer ist erst das erste Funken. Und
wird dann in den nächsten Wochen weiter seinen Weg finden, sich auszudrücken, dieses Feuer, ne? Eine neue Leidenschaft. Es könnte wirklich sein, dass du hier ein altes Hobby wieder für dich findest oder ein altes Projekt, was du dir früher mal vorgenommen hast, dass es jetzt wieder in dein Bewusstsein kommt. Ja, es ist aber auch durchaus möglich, dass dir eine Person begegnet. Aber du bist so zurückgezogen. Das würde ich mit einem großen Fragezeichen hinterlegen. Aber für irgendwas fängst du an, in dieser Dekade Feuer zu entfalten, ne? Für irgendwas wirst du brennen. Irgendwas wird deine Neugier, deine Aufmerksamkeit erregen. Hier haben wir einen Prinz der Scheiben. Und der Prinz der Scheiben, der wird sich in euren Leben sehr verschieden äußern, im Konkreten, ne? Der kann auf vieles hinweisen. Der Prinz der Scheiben ist eine Hofkarte. Hier haben wir entweder eine Person in deinem Umfeld oder diese Karte verweist auf dich, auch wenn du selber kein, also hier haben wir eine Erdperson, auch wenn du selber nicht Erde, sondern Feuer bist. Trotzdem kann das sein, dass so diese Erdanteile in dir besonders gefragt sind in dieser Dekade. Ja, oder eben eine Person in deiner Umgebung, die womöglich selber ein Erdzeichen ist oder einfach selber sehr viel Erdenergie aktuell mitbringt. Das könnte Steinbock, Stier oder Jungfrau sein. Muss aber nicht unbedingt. Der Prinz der Scheiben ist ganz jung. Könnte auch wirklich hier ein Kind darstellen. Vielleicht aber auch die kindliche Seite in dir. Der Prinz der Scheiben ist manchmal wie ein Lehrling, ein Auszubildender, eine Auszubildende. Eine Person, die mit sehr viel Geduld, Aufmerksamkeit und Pragmatismus sich etwas Neues aneignet und neugierig ist und sehr im Moment ist, sehr viel Geduld mitbringt und Aufmerksamkeit. Eine Person, die auch den Moment sehr zu genießen weiß, die sinnlichen Freuden und alles Materielle zu genießen weiß. Schauen wir uns mal den Prinz der Scheiben an. Was denkt der Prinz der Scheiben? Hier gibt es Neuanfänge. Du als Prinz der Scheiben oder durch den Prinz der Scheiben wirst hier einen Neuanfang wagen, aber mit sehr viel Bedacht, Vorsicht und sehr viel Überlegung. Wenn es um etwas Partnerschaftliches geht, dann könnte man sich hier irgendwie versöhnen oder eine neue Phase einleiten in der Beziehung, aber beide gehen dann sehr vorsichtig mit dieser neuen Situation um, sehr bedacht, sehr aufmerksam auch. So oder so, diese Dinge, dieser Neuanfang wird sehr langsam sich vollziehen, aber der hat auch etwas sehr Nachhaltiges. Es könnte auch wirklich gut sein, ja, dass du dich hier einem neuen Themenbereich widmest. Und auch hier wirklich so sehr besonnen und bedacht vorgehst. Umsichtig vorgehst, ne? Ja, aber diese Sache hat diese Angelegenheit hat definitiv mit dem neuen Feuer zu tun in dir. Egal worum es hier geht, es wird dir sehr viel Leidenschaft verschaffen, sehr viel Freude. Du wirst dich über die Herausforderungen, die dieser Neuanfang mit sich bringt, begrüßen und entschlossen annehmen, ne? Du wirst diese Herausforderung entschlossen annehmen. Und hier haben wir auch diese Karte, entspricht auch deiner Energie als Löwe. Diese Karte wird dem Löwen zugewiesen. Und so kann man sagen, dass diese Angelegenheit dich mit tiefer Zufriedenheit erfüllen wird und dich auch zu dir selbst zurückfinden lässt, ne? Diese Selbstfindungsphase, in der du bist, wird durch diese Situation begünstigt. Ja, in der Vergangenheit
hast du die Schotten dicht gemacht. Na, du hast dir deinen eigenen Bereich abgesteckt. Du hast Grenzen gesetzt zu gewissen Personen. Du hast dich auf dich selber besonnen. Du hast sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut. Und das kommt dir jetzt zugute. Hier haben wir einen Prinz der Kelche. Könnte natürlich hier die gleiche Person sein. Dann wären wir bei Stier oder Krebs, wäre möglich. Hier haben wir eine Wasserperson. Krebs, Fische, Skorpion ist möglich. Es könnten auch zwei unterschiedliche Personen sein, die aber dann auch irgendwie von ihrem Reifegrad aktuell auf der gleichen Ebene sind. Du bist ja auch kein Wasserzeichen. Das ist ein Wasserzeichen. Du bist kein Wasserzeichen. Trotzdem könnte es sein, dass hier auch deine Wasseranteile sehr gefragt sind. Wenn diese Person auf dich verweist, dann erwartest du von dir selber mehr wie der Prinz der Kelche zu sein. Ne? Dann erwartest du von dir mehr Emotionalität, dass du deine Emotionen deutlicher ausdrückst, dass du mehr auch ja romantischer wirst, vielleicht auch empathischer, dass du sanftmütiger bist. Das würdest du denn von dir erwarten. Wenn diese Person eine andere Person ist, eine externe, dann denkst du sehr, sehr viel aktuell in dieser Dekade über diese Person nach, dann ist diese Person aus welchen Gründen auch immer sehr präsent in deinen Gedanken. Wir schauen mal, was denkt der Prinz der Kelche? Ja, ah, ich kann mir schon vorstellen, dass du selbst auch der Prinz der Kelche sein könntest. Und weil du kein Wasserzeichen bist, fällt dir diese Energie auch ein bisschen schwer. Da sehe ich Trübsal, da sehe ich Depression, da sehe ich trübe Gedanken, auch irgendwie vergangenen Herzschmerz, an den du leidest. Da solche Themen könnten hochkommen. Und eine gewisse Neigung zu Depressionen, ne? Muss ich schon sagen. Aber ich sehe auch gleichsam einen gewissen Heilungsprozess in dieser Karte. Ne? Es ist halt auch gut, sich mit vergangenen alten Schmerz mit auseinanderzusetzen, mit Verlustängsten, die bewusst zu verarbeiten. Das ist halt der Boden für eine gesunde Heilung dieser Problematik. Ne? Ja. Du ziehst dich ja zurück. Also du hast Schwierigkeiten vielleicht auch im Moment, dich mit deinen Mitmenschen zu verbinden. Du erwartest zwar von dir, also du wünschst dir das zwar mehr, dass du dich emotional mehr ausdrücken kannst, aber es gelingt dir in dieser Dekade irgendwie nicht richtig, weil die Energie dir fehlt. Du brauchst den Rückzug, du brauchst diese Selbstfindungsphase, du brauchst auch diese Zeit zum Heilen. Das möchte ich dir empfehlen, einfach zu akzeptieren und ein wenig abzuwarten, bis diese Energie vorübergeht. Nimm das nicht zu ernst, es ist nur temporär. Und es dient dazu, dass du heilst und deine Kräfte aufbaust, wieder neu aufbaust, ne? Denn das neue Feuer kündigt sich ja auch schon an, ne? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann wieder in deinem Leben zeigt. Hier haben wir eine Prinzessin der Scheiben in deinem Unterbewusstsein. Eine Person der Erde könnte hier die gleiche Person sein, ne? Mit der du einen Neuanfang wagst. Ich bin schon ein bisschen dazu geneigt, zu denken, dass du diese Kelche-Person bist aktuell und dein Gegenüber diese Erdperson. Und dass es hier auch viel darum geht, wieder zu einem Menschen wieder Kontakt aufzuknüpfen nach einer gewissen Zeit des Stillstandes. Vielleicht habt ihr euch verkracht, vielleicht seid ihr auch aus anderen Gründen kurzweilig auseinandergegangen, aber jetzt kommt irgendwie wieder eine Versöhnung hier rein. So kommt es mir ein bisschen vor.
Vielleicht gab es auch aus irgendwelchen anderen Gründen eine kurzweilige Trennung oder dass ihr euch nicht gesehen habt. Aber diese Prinzessin der Scheiben, ihr seid schon sehr verbunden miteinander. Ihr kennt euch schon länger. Und wir schauen mal, was denkt die Prinzessin der Scheiben? Neuanfang. Diese Person möchte auch einen Neuanfang und diese Person erinnert sich an viele, viele positive Erlebnisse mit dir. Ja, diese Person schwelgt in Nostalgie. Ne, die denkt, sie sieht jetzt nur noch, oder er, nur noch die positiven Facetten eurer vergangenen Verbindung. Die Probleme sind für diese Person hinter sich gelassen. Diese Probleme sind für diese Person gelöst. Für dich noch nicht ganz. Vielleicht hat das hier auch mit Selbstvorwürfen zu tun. Vielleicht hast du nicht alles richtig gemacht, aber für diese Person ist das gegessen. Diese Person möchte einen Neuanfang mit dir. Diese Person, ja, ist voller liebevoller Gefühle, voller liebevoller Erinnerungen an die vergangene Zeit. Ja, diese Kombination, bei wem war denn das? Diese Kombination hatte ich bei Zwillinge, glaube ich. Das hatte mich nämlich auch so gewundert. Also vielleicht hast du es mit Zwillinge zu tun. Diese Person kann gut Zwilling sein, ne? Von allen Luftzeichen hat Zwilling am meisten Erdanteile. Aber okay, hier könnte es sich auch um einen größeren familiären Bezug handeln. Vielleicht seid ihr eine Familie und es sind Kinder oder jüngere Personen mit im Spiel, mit in dieser Gemeinschaft. Dann gibt es vielleicht eine Person, einen Sohn, eine Tochter, die aktuell einige Probleme durchmacht und du denkst deswegen so viel an diese Person, findest aber aktuell, nur aktuell, nicht den richtigen Zugang zu dieser Person. Diese Person schottet sich vielleicht ab. Aber sonst läuft es in der Familie gut. Und diese Karte hier, die sechs Stäbe, diese Karte spricht davon, dass gewisse Probleme wirklich überwunden sind. Sind wirklich überwunden. Es ist möglich, diese Probleme endgültig in dieser Dekade zu überwinden. Ich glaube, wenn entweder dieser Prinz der Kelche oder du als Prinz der Kelche bist, das ist die einzige Person, die an dem Problem noch zu knabbern hat, festhält. Aber sonst, wenn du dieses Problem oder der Prinz der Kelche dieses Problem löst, dann ist hier wirklich ein intensiver Neuanfang möglich und die Probleme lassen sich alle überwinden. Ja, dein Gegenüber ist definitiv, bringt definitiv aktuell sehr viel Erdenergie mit. Du hast es hier mit einer sehr bodenständigen, sehr besonnenen und bescheidenen Person zu tun. Eine Person, die dir auch wirklich sehr viel Struktur, Stabilität und Geborgenheit verschaffen kann. Eine Person, die dir Bodenhaftung gibt, ne? Ja, die dir einfach die notwendige Sicherheit geben kann, die du brauchst. Das ist halt wirklich ganz schön, sehr vielversprechend, muss ich sagen. Ach, und jetzt haben wir hier die Prinzessin der Kelche. In manchen Fällen könnte das hier natürlich alles die gleiche Person sein. Könnte, ne? Besonders wenn du es mit Steinbock oder Krebs zu tun hast. Aber ich sehe ja eigentlich doch zwei unterschiedliche, eine Wasserperson und eine Erdperson. Ja, es wird sich alles so ein bisschen anders in eurem Leben zeigen. Was denkt denn die Prinzessin der Kelche? Die Prinzessin der Kelche wird für dich dann besonders zwischen den 23. und 27. November wichtig werden.
Und diese Person versucht, der Ritter der Kelche zu werden. Diese Person bemüht sich darum zu reifen. Und es gelingt dir auch, guck mal, hier haben wir den Prinzen und dann die Prinzessin. Das ist schon hier ein Reifungsprozess, ne? Die Prinzessin der Kelche ist ein bisschen gereifter als der Prinz. Und dann versucht diese gereifte Person noch ein bisschen weiter zu reifen zum Ritter der Kelche. Sehr positiv, diese Person wird diese Probleme, wird ihre Probleme, entweder du als diese Person oder eine Person in deiner Umgebung, diese Person wird es auf jeden Fall schaffen, zu heilen und diese Probleme zu lösen. Schon am Anfang der Dekade. Oh, und da steckt das neue Feuer. Da ist die neue Leidenschaft. Das ist ja interessant. Das wirst du schon dann am Anfang der Dekade wahrnehmen können. Oh, und dann hast du hier auch noch das Ass der Schwerter. Eine neue Weltsicht, eine neue Idee, ein neuer Gedanke. Wow. Ne? Luft und Feuer. Das ist auch toll. Das befördert sich gegenseitig. Und hier auch auf einer Ebene liegt die Karte, auf der dir das auch sehr bewusst ist. Du wirst es ganz eindeutig so wahrnehmen, dass sich deine Perspektive auf die Welt sehr stark ändern wird. Dass du hier eine zündende, geniale, man kann schon sagen, geniale Idee haben wirst. Und diese geniale Idee steht auf jeden Fall mit deiner Leidenschaft, mit deinem neuen Feuer in dir und eben dieser Wasserperson in Verbindung. Vielleicht inspiriert dich diese Person dazu. Aber ich glaube immer noch, dass du eher diese Wasserperson bist und dass du hier reifen wirst und dass du auf der Wasserebene in Bezug auf deine Emotionalität wirst du hier reifen und erwachsener werden und hier wirklich neue Ziele, neue Wünsche, neue Perspektiven erlangen wirst. Diese Wasserpersonen, die sind auch, da geht es nicht nur um Emotionalität, sondern auch manchmal um Kreativität, wenn du kreativ tätig bist. Oder um Fantasie auch, Empathie auch vor allem. Ne? Auf dieser Ebene findet das statt. Dafür brauchst du natürlich schon Zeit für dich. Aber, also dein Gegenüber ist schon sehr wahrscheinlich diese Erdperson. Und mach dir keine Sorgen bezüglich dieses Neuanfangs. Diese Personen, diese Erdpersonen, die haben Zeit ohne Ende. Die sind sehr geduldig, die wollen nicht alles sofort haben. Konzentriere dich lieber auf deinen Reifungsprozess, das ist viel nachhaltiger. Und ich glaube, diese Person begrüßt das auch, wenn du dir die notwendige Zeit lässt, um weiterzukommen für dich persönlich, zu wachsen. Ne? Persönlich zu wachsen und dann einfach durch dieses persönliche Wachstum, durch diese persönliche Reifung einfach auf Dauer ein besserer Partner oder Partnerin wirst. Das findet diese Person besser, als wenn du jetzt hier sofort auf diesen Neuanfang zusammen mit dieser Person einsteigst. Ja, du bist sehr mutig, du bist sehr entschlossen, du bist bereit, für deine Liebe zu kämpfen. Du hast auch echt Lust auf diese Verbindung. Ja, aber du weißt, irgendwie ist dir schon klar, dass du hier erstmal vorher noch eine persönliche Challenge für dich vorhast, eine persönliche Herausforderung und du bist hier bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Du baust sehr viel Kräfte auf dafür, lässt dich nicht von deinem Ziel, von deinen Vorhaben abbringen. Du erwartest Kommunikation, du erwartest Nachrichten und Aha-Erlebnisse. Du willst, das erkenne ich doch ein wenig Ungeduld, aber es ist auch für dich wichtig, dir genug Zeit zu nehmen, ne? Yes, das ist richtig gut.
Es ist die gleiche Karte und es sagt mir hier, dass alles am Ende gut werden wird. Und zwischen den 28. November und den 2. Dezember wirst du deine Probleme hinter dir lassen können, deine persönlichen Probleme, und dann bist du bereit für diese Wiederbelebung der Beziehung mit dieser Person hier. Und die Probleme aus der Vergangenheit sind dann überwunden, endgültig. Und das wird dich mit großer Zufriedenheit erfüllen, ne? Und hier ist ein neuer Pfad ja auch für dich möglich. Da öffnen sich dann neue Perspektiven und du wirst sagen, ich gehe diesen Weg. Ohne Kompromisse wirst du sagen, ich gehe diesen Weg, ich mache weiter, ich verfolge diesen Weg, und da sehe ich eben sehr viel Feuer und Entschlossenheit bei dir. Das ist auch hier wunderschön, das ist auch hier eine Löwekarte, ne? Diese Karte spiegelt den Löwen wieder, ist auf das Löwe-Sternzeichen bezogen. Du wirst hier voll aufblühen und in deiner Energie sein. Vielleicht ist es auch Zeit für eine kleine Siegesfeier dann, ne? Also kannst dich ruhig auch feiern lassen. Vielleicht bekommst du auch viel Anerkennung von außen, viel Bestätigung von außen, sobald diese Energie eintritt. Was sagt denn der Mond zu deiner Situation? Die richtigen Antworten kommen. Na, verzweifle nicht hier am Anfang. Es gehört alles zum Prozess. Die richtigen Antworten, ne? Das Ass der Schwerter und das Ass der Stäbe. Und diese, ne, die, ja, du wirst hier voll einen sehr spannenden Geistesblitz erfahren, ne? Du musst hier nur diese Seelenarbeit vollziehen, diese Selbstfindungsphase. Und je besser du das machst, desto mehr kommt der Sieg, ne? Also desto schöner wird dann die Energie nach dem 26., 27. November. Ja, das ist hier eine sehr spannende Dekade und ich hoffe, dass du gut durch diese Situation kommst, dass du diese Chance zum persönlichen Wachstum erkennst und annimmst und siegreich am Ende aus dieser Situation herauskommst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.